Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ja, schön, dass ihr reinguckt, das freut mich. Und was werden wir heute machen? Also heute geht es um den Buggy von Rally, der Air Attack. Ich hole ihn mal her. Und zwar werden wir den optisch, ne, werden wir den schön verändern. Und zwar war ich deswegen auch schon einkaufen bei Konrad. Zeig mal, was ich gekauft habe. Einmal hier eine Karosserie, ne? Die kann man auch für den Rex nehmen, kann man auch, aber wir benutzen den diesmal für den Air Attack. Und was habe ich noch gekauft? Neue Stoßdämpfer, ne? Richtig gute, die sind rot alaxiert. Ja, das finde ich ganz schön, das passt zum Buggy ganz gut. Dann, das ist Klebespray für eine Schablone. Mal gucken, was mir so einfällt beim Lackieren. Das ist ein Karosseriebohrer, ne? Da kann man auch, also wenn ich den hier aufmache, mache ich später, zeige ich euch das. Da kann man genau sehen, wie viel Millimeter groß das Loch sein soll, aber dazu, wie gesagt, kommen wir später. Was habe ich noch gekauft? Hier so ein Gitter und Farbe. Einmal Rauchlack, ne, für die Scheiben. Ich denke mal, wir werden die Scheiben zwar lackieren, aber wie gesagt, nur mit dem Rauchlack, ne, das gibt einen ganz schönen Effekt. Dann einmal das Rot. Was ich genau jetzt mit dem Rot mache, weiß ich noch gar nicht. Ich habe es aber erstmal gekauft. Und dann einmal wieder dieses Metallgun. Und zwar wisst ihr ja mittlerweile, wie der Truggy aussieht, beziehungsweise der dicke Overheater. Ich blende hier nochmal ein Bild ein, wie der aussieht. Hier. Ja. So. Und ich dachte mir, eventuell machen wir so einen kleinen Bruder daraus, ne? Das wäre auf jeden Fall ganz schick, finde ich, wenn ich das so hinbekomme. Ich würde sagen, ich bastel schon mal ein bisschen was vor, ne? Schraub schon mal ein paar Sachen auseinander von dem Buggy und dann sehen wir uns natürlich gleich wieder. Bis gleich! So Freunde, wie versprochen, ich habe schon alles fertig gemacht. Und das ist ja hier die Standardkarosserie von dem Buggy. Das ist die neue. Ja, die machen wir erstmal auf. Ja, das schöne Stück werden wir gleich lackieren. Und ich habe mir bis jetzt noch gar nichts überlegt. Noch gar nichts. Die werden wir auf jeden Fall gleich ausschneiden. Was braucht man dazu? Also sinnvoll wäre so ein Modellbau-Hobby-Cuttermesser. Ne? Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann eine Karosserieschere. Das gibt es natürlich alles bei Konrad. Und dann den Bohrer hier. So, dann fangen wir mal an. Also ich würde sagen, für die Leute, die sich unsicher sind, die zum ersten oder zum zweiten Mal so eine Karosserie schneiden, die sollten schon ein bisschen grob den Rand schneiden. Also jetzt nicht genau am Ende, falls man sich verschneidet, dass man noch ein bisschen Platz hat zum Korrigieren.
Ansonsten ärgert ihr euch schwarz, Leute, glaubt's mir. Also wie ihr bei ein, zwei Videos davor gesehen habt, bei mir, wo ich den Nissan Silvia lackiert habe. Also wie gesagt, lackieren ist auf jeden Fall meine Spezialität, ne? Da stehe ich voll drauf, das macht richtig Spaß. Und ja, da kann man irgendwie seinen kreativen freien Lauf lassen, ne? Das ist auf jeden Fall ganz gut, das macht Spaß. So, ich werde die jetzt erstmal komplett ausschneiden und bevor ich die Löcher mache, sehen wir uns natürlich gleich wieder. Bis gleich! So Leute, also auf jeden Fall, die Karosserie ist jetzt schon mal fertig ausgeschnitten. Ne? Ich hole sie mal her. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, die können wir noch nicht drauf machen, ne? Passt noch nicht, weil hier noch kein Loch für den Kühlkopf vorhanden ist, ne? Das machen wir natürlich gleich rein, aber vorher möchte ich euch noch mal zeigen, dass hier die Markierung für das Loch viel zu klein ist, ne? Wenn wir jetzt mal den Vergleich haben, müsste das Loch also fast doppelt so groß sein wie angegeben, ne? Das werde ich auch gleich hier markieren und dann werde ich das ausschneiden. Ich denke mal, ich werde die Öffnung für den Tank werde ich nicht machen, weil ich möchte die Scheiben behalten, ne? Der kriegt ja allein schon genug Luft hier durch. Was wir jetzt machen, wie gesagt, wir werden jetzt die Karosserielöcher hier machen, ne? Mit dem Rallye-Bohrer. Hier ist er. Der ist auf jeden Fall richtig gut. Ne? Hier kann man den Durchmesser von den Millimetern kann man genau sehen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Werkzeug. Und ich zeige euch mal, wie einfach das damit geht. So, jetzt sticht ihr ganz leicht da rein, ganz leicht, ne? So wie ich es gemacht habe, kann man erkennen. Ja, so und jetzt drehe ich ganz langsam rein, so in den Durchmesser, wie ich es haben will. Noch ein bisschen, ja. Noch ein bisschen, ein kleines Stück noch, ja, so ist natürlich perfekt. Ja, das sieht natürlich richtig sauber aus, ne? Wenn ich das hier vorne jetzt ran mache, geht sofort rein und sieht auch richtig ordentlich aus. Also damit lohnt sich das auf jeden Fall. So, ich werde das hier fertig machen und werde auch die ganze Karosserie schon mal bekleben. Also abkleben bzw. fürs Lackieren. Und ja, dann sehen wir uns natürlich beim Lackieren wieder, ne? Bis gleich! So Freunde, wir sind jetzt hier draußen beim Lackieren. Diesmal brauche ich keine Atemmaske, weil wir sind ja draußen. Und ja, ich habe die hier schon abgeklebt, wie man sehen kann. Ich würde sagen, fangen wir auch gleich mal an.
wichtig ist, dass ihr nicht die Farbe komplett aufträgt, ne? Sondern immer Schicht für Schicht. So, da sind wir wieder zurück und ich hole mal die Karosserie her. Sie ist jetzt fertig lackiert. Ich dachte mir, wir arbeiten doch nicht mit Rot. Ich habe nämlich dafür was anderes gekauft. Das will ich noch nicht verraten. Das könnt ihr später sehen. Aber so an sich bin ich ganz zufrieden bis jetzt. Ich habe bis gestern in die Nacht noch an dem Buggy rumgeschraubt. Na, ich hole ihn mal her. Hier ist er. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass sich die Stoßdämpfer dafür gelohnt haben. Na, das finde ich auf jeden Fall. Er geht schön weich runter. Na, schön weich geht er runter. Und der Vorteil ist, ich kann hier natürlich selber einstellen, wie ich es haben will. Ob ich es hart haben will oder eher weich. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, wir werden jetzt erstmal die Karosserie hier, was ich hier zum Abkleben für die Scheiben, was ich da drauf gemacht habe, werden wir jetzt erstmal abziehen. Ja, fangen wir mal hier an. Das sieht schon mal ganz gut aus. Den Sprühnebelschutz, also die Folie hier, die hier drauf ist, die ziehe ich später ab. So. Weg damit hier. Ja, ich finde, das sieht schon mal optisch ganz anders aus. So, wenn wir hier mal nur ein Stückchen die Folie hier abmachen. Mache ich jetzt nur ein bisschen ab. Nur die Ecke hier. Da kann man den Unterschied sehen, wie schön das aussieht. Na? Das sieht richtig schön aus. Also wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall, so eine Karosserie zu lackieren. Vor allen Dingen, ihr habt dadurch so gesehen neues Fahrzeug vom Aussehen her. Ja, ich würde sagen, ich mache den komplett fertig. Und dann sehen wir uns wie immer gleich wieder. Bis gleich! So Freunde, jetzt sind wir wieder zurück. Und ich habe jetzt richtig gute Laune, weil endlich ist der Buggy fertig. Beziehungsweise die Karosserie. Ich hole sie mal her. So sieht er jetzt aus. Ja, ich finde, das macht schon einen großen Unterschied im Gegensatz zu vorher. Und ich finde, es hat sich wieder mal gelohnt. Ja. Ganz sauber gearbeitet. Passt auch ganz gut drauf. Ich habe ja erst die Befürchtung gehabt, wenn ich hier die Öffnung mit dem Tankdeckel, wenn ich die nicht mache, so wie ich es jetzt habe,
dass das dann nicht richtig drauf passt. Aber es funktioniert. Ja, da bin ich natürlich ganz stolz drauf. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen grünen Daumen oder kommentiert, besucht mich auf Facebook. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.